gehört und Freunde anläuft, eben mal raus. Ich bin wieder im Wetterkinden, Saatkartoffeln am Laden. Habe den Brandner Kipper angehängt. Der ist mit Luftdruck gebremst. Und hinten habe ich einen alten Wagen angehängt. Da waren auch Kartoffeln drin, der hat nur Öldruckbremse und Auflaufbremse. Und da ich die Öldruckbremse nicht benutzen konnte, benutze ich da die Auflaufbremse hier. Aber die Deichsel ist verbogen. Die hat eingeschoben und während der ganzen Fahrt gebremst. Hier vorne. Das stinkt und ist feurig heiß. Ich hoffe nicht, dass die ganze Bremse ruiniert ist. Mein 311er LSA musste da volle Leistung bringen. Ich habe gedacht, ist das wirklich so schwer? Dabei habe ich den ganzen Weg gebremst. Jawohl, nicht gut. Ja. Jetzt haben wir hier unten die Bremse gelöst, weil die Deichsel lässt sich nicht voneinander ziehen. Die ist verbogen, da muss man dann mit Kraft, mit Gewalt das wieder voneinander ziehen.